Hi Leute, heute geht es darum, warum mindestens 95% der Bevölkerung die wahren Ursachen für Krankheit ignoriert. Okay, heute möchte ich mal wieder Klartext reden. Und zwar ist es eine Frage, die immer wieder in Gesprächen auftaucht bei mir, wenn ich mit Leuten über Gesundheit spreche zum Beispiel. Leute, die da keine Hintergründe haben, die dann nicht so sehr vielleicht in die Videos hier eingetaucht sind. Und deshalb möchte ich das Video hier extra dazu machen. Ich erzähle dann oft erst ein bisschen was, wie Krankheit entsteht, was Krankheit bedeutet, wie man Gesundheit erreichen kann, mit einer artgerechten Lebensweise, zum Beispiel, gehe ich gleich noch drauf ein. Und dann kommt häufig die Frage, ja, aber wenn das doch so ist, warum macht es denn keiner? Warum machen das nicht die Sportler? Warum macht es nicht der oder sonst wer? Das ist eine berechtigte Frage. Und es gibt eine ganz simple Antwort darauf. Die Antworten sind da. Es ist nicht so, dass die irgendwie versteckt sind. Es gibt genug Leute, die dir sagen, wie es abläuft, wie du gesund werden kannst. Und ich mache das auch in meinen Videokursen, in meinen Seminaren, Retreats und so weiter. Aber viele glauben es nicht. Und du sollst auch nicht einfach irgendwas glauben. Ich habe schon mal ein anderes Video dazu gemacht. Du sollst aber auch nicht den Fehler machen, es auch nicht zu glauben. So. Sobald du was glaubst, ist die Möglichkeit vertan. Erst wenn du den Schritt machst und dahin kommst, du sagst, du weißt es nicht, ob es möglich ist, gesund zu leben, ob es möglich ist, Krankheiten zu heilen. Erst wenn du zu dem Punkt kommst, dass du sagst, du weißt es nicht, dann ist es eine Möglichkeit für dich. Also es ist ein erster Schritt. Und dann, warum macht es jetzt keiner, wenn man es weiß? Wenn die Theorien da sind, nicht nur die Theorien, sondern auch die Praxis. Es haben genug Menschen auf dieser Welt gemacht, Tausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen sogar schon. Im Laufe der Geschichte sowieso. Die einfache Antwort, ich möchte es nicht länger herauszögern, die einfache Antwort ist zum einen größten Teil Ignoranz und Bequemheit, Faulheit. Das trifft es auf einen Punkt, Faulheit und Ignoranz. Um es klar auszudrücken, das mag jetzt nicht jedem gefallen. Aber wenn ich dir dann erzähle, wie du Gesundheit erlangen kannst, was dazu nötig ist, wie lange das eventuell dauert, dann sind die wenigsten einfach bereit dazu, diesen Weg zu gehen. Viele träumen dann davon, das ist eine tolle Vorstellung, aber niemand ist dazu bereit, den Weg zu gehen. So, wenn du auf den Mount Everest möchtest, dann musst du die Schritte dazu machen. Du musst dich dazu vorbereiten und musst dazu was tun. Es reicht nicht, davon zu träumen. Gedanken sind noch keine Realität. Sie können zur Realität werden. Aber die Frage ist eben, ob du dazu bereit bist und den Willen dazu hast, die nötigen Schritte auch umzusetzen. Wenn du nicht den nötigen Willen dazu hast, es umzusetzen, dann kannst du es vergessen. Und die wenigsten heutzutage haben den dauerhaften Willen, haben weder eine Klarheit, was sie möchten, warum sie es möchten. Und deshalb gehen sie häufig nicht die nötigen Schritte. Es gibt genug Leute, die es gemacht haben, wo es funktioniert. Es funktioniert einfach so. Und wenn du eine Klarheit erlangst, dann kannst du das wieder sehen. Und du wirst sehen können, dass du in den Gesundheitszustand kommen kannst, den du dir nie erträumen hast lassen. Wir haben uns langsam in den Gesundheitszustand manövriert.
ganz schleichend, wie wenn du früher im Klassenzimmer gehockt warst, erste Stunde, die Luft wird langsam immer schlechter. Und dann, in der sechsten Stunde, kommt plötzlich der Lehrer rein und sagt, ey, macht mal die Fenster auf. Was ist denn hier für eine Luft? Dann machst du die Fenster auf und dann siehst du erstmal, in was für eine Situation du dich rein manövriert hast. Du hast die ganze Zeit gedacht, die Luft, ist die so schlecht? Und wenn du dann erstmal wieder Gesundheit erfährst, dann weißt du, in was für einem Gesundheitszustand du warst. Und 99% der Bevölkerung, der zivilisierten Bevölkerung, ist nicht gesund. Und das wirst du auch herausfinden, wenn du den Weg gehst und deinen Körper reinigst. Wenn du Mittel dazu an die Hand möchtest, erstmal um die Theorie zu verstehen, kann ich auf jeden Fall die Bücher von Arnold Ehret empfehlen. Dort ist es so einfach, klar und logisch beschrieben. Oder du gehst in die Kurse von mir rein. Alles unten drunter in der Infobox verlinkt. Ich habe auch Literaturempfehlungen weiter noch auf meiner Webseite. Schau da einfach drauf. Und du kannst den Weg selber nachvollziehen. Solange ich dir aber jetzt was erzähle, ist es immer nur eine Geschichte. Du kannst sie glauben oder nicht. Es verändert dein Leben nicht, wenn du es glaubst oder nicht. Das ist egal, wie gesagt. Du musst zu dem Punkt kommen, dass du sagst, du weißt es nicht. Dann ist die Möglichkeit da und dann kannst du es ausprobieren. Offenen Blickes, offenen Geistes. Und dann, wenn du gewisse Schritte machst, dann wirst du merken, wie es funktioniert. Und irgendwann wirst du auch merken, dass es nie ein Geheimnis war, sondern einfach nur Ignoranz, ein Wegschauen, Bequemheit. Und die Dinge, die dich frei machen, sind häufig nicht bequem, aber sie machen dich frei und glücklich, dauerhaft. Und du kommst nicht in diese Klassenzimmersituation, dass du vielleicht immer wieder in deinen Kreisläufen abläufst und immer wieder dasselbe in deinem Leben sich abspult, aber du gar nicht so recht merkst, dass du immer ein Ticken unglücklicher, unzufriedener wirst. Überleg mal, wie zufrieden du als Kind warst, zum Beispiel. Als Kind musste man noch was machen, damit du unglücklich bist. Da muss schon irgendwas passieren. Kinder sind noch flexibel, so da heißt es, ey, wir gehen dahin, wir gehen dorthin. Die haben Spaß, sobald sie sich mal mit abgefunden haben. Und im Laufe deines Lebens, da muss mal was passieren, damit du glücklich bist mittlerweile, vermutlich bei vielen, beim überwiegenden Teil der Bevölkerung. Und das ist eben dieser schleichende Prozess. Es ist natürlich bequem, auf der Couch zu hocken, ja, in irgendwelchen Genüssen zu schwelgen. Aber am Ende, wenn du dieses Aufstehen hast, von dieser Couch und mal rausgehst, mal eine Runde laufen gehst, mal eine Runde Trampolin springst, tanzt oder was weiß ich, fühlst dich danach so viel besser. Natürlich ist vielleicht mal eine Überwindung am Anfang. Musst mal aus deiner Komfortzone rausgehen. Aber es macht dich auf Dauer glücklich und du wiederholst nicht ständig die gleichen Dinge. Das gleiche Verhalten ist, kannst du beobachten, wenn du vielleicht früher zum Arzt gegangen bist oder wenn viele Leute zum Arzt gehen, auch viele Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, wenn ich denen sage, hey, warum erzählen sie vielleicht nicht mal mehr über Ernährung, mehr über Bewegung, Sport, dass man das integrieren könnte, eine artgerechte Lebensweise. Dann sagen sie, ja, wenn sie das machen. Ne? Die Leute fragen nur nach einem Medikament. Die Leute gehen zu einem Arzt, die meisten, und möchten, dass der irgendwas verschreibt gegen die Schmerzen. Jeder möchte sein Leben so weiterführen, bequem, wie er es vorher gemacht hat. Aber möchte, dass alles wieder gut ist. So. Das ist praktisch, wie wenn du sagst, du möchtest Alkohol trinken, aber nüchtern werden. Dann geht der Arzt vielleicht hin und sagt irgendwie, hey, du trink ein bisschen mehr Wasser, reduzier ein bisschen den Alkohol vielleicht. Ne? Aber wenn du nicht aufhörst, Alkohol zu trinken, wirst du nicht nüchtern. Wenn du nicht die Ursache deiner Krankheiten behebst, weglässt und wieder in einen artgerechten Lebensstil kommst,
dann hilft dir keine Pille, nichts dauerhaft. Das kann nur Symptome unterdrücken. Wenn du dich nicht bewegst, keine frische Luft abbekommst, dann wirst du dauerhaft keine wahre Gesundheit erlangen. Es ist einfach unmöglich. Wir wollen einerseits Gifte zu uns nehmen und dann nehmen wir ein Gegengift, das uns der Arzt verschreibt, Medikamente, aber trotzdem vergiften wir uns ständig und ja, irgendwann sterben wir an der einen oder anderen Krankheit. Und Krankheiten werden ewig ein Rätsel dann bleiben. Wenn du nicht dahin gehst, dein eigenes Leben zu verändern, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja, das mag nicht jedem gefallen, aber es ist für diejenigen, wenn du sagst, du möchtest jetzt wirklich was ändern, ist es für dich eine Riesenmöglichkeit und es ist gleichzeitig die einzige Möglichkeit. Wahrer Wandel muss immer von innen kommen. Wenn du die Selbstverantwortung übernimmst und selber die Erfahrung machst, das nicht bei einer Geschichte belässt, die ich dir jetzt erzähle, die dir irgendjemand anderes erzählt, und die eigenen Schritte gehst, in die Verantwortung gehst, dann wirst du es herausfinden. Das wünsche ich dir. Und es gibt zig Leute, die dir dabei helfen können. Ich helfe dir auch gern dabei. Aber du musst selber deine Füße in die Hand nehmen und die Schritte gehen. Und ich wünsche dir ein gutes Gelingen auf deinem Weg. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.